Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Hornhorvath. Das ungarische Team hat das 1000-Meter-Finale der Short-Track-Eisschnellläufer bei den Olympischen Winterspielen in Peking bestritten. Nach seinem dramatischen Ziellauf überquerte Shaolin Chandor Liu als Erster die Ziellinie. Doch dann überprüfte der Richter das Rennen und schloss den 26-Jährigen wegen zwei Fällen aus, die er für regelwidrig hielt. Allerdings verurteilte er keinen chinesischen Konkurrenten wegen einer ähnlichen Unregelmäßigkeit. Shaoang Liu gewann die Bronzemedaille und damit die zweite Medaille der ungarischen Delegation bei den Olympischen Spielen in Peking. Nach dem Ausschluss seines Bruders sagte er, dass er die Bronzemedaille nicht ohne Wolken genießen könne, obwohl er gleichzeitig stolz darauf sei, der erste ungarische Podiumsplatzierte in der Geschichte der Winterspiele geworden zu sein. Die Schwimmweltmeisterschaft werde auch dieses Jahr wieder in Budapest ausgetragen, teilte der Weltverband FINA Montagmorgen mit. Die ungarische Hauptstadt wird den Wettbewerb vom 18. Juni bis 3. Juli 2022 ausrichten. Ursprünglich hätte die Weltmeisterschaft 2021 im japanischen Fukuoka ausgetragen werden sollen, wurde aber aufgrund der Coronavirus-Epidemie auf den Sommer 2023 verschoben. Da Ungarn 2022 einspringt, wird es nach 2017 zum zweiten Mal Gastgeber einer der prestigeträchtigsten Sportveranstaltungen der Welt sein. So wie die ungarischen Wahlen und das Kinderschutzreferendum näher rücken, würde die Brüsseler Linke auf einen weiteren Angriff auf Ungarn drängen. Fidesz-Abgeordneter Balázs Hídvégi sprach darüber im Zusammenhang mit der Tatsache, dass der Libe-Ausschuss des Europäischen Parlaments in einem bevorstehenden Bericht erneut Ungarn und Polen angreife. Balázs Hídvégi sagte, man wolle in Ungarn sowohl rechtlich als auch finanziell bestrafen. So wolle die Brüsseler Linke in die ungarischen Wahlen eingreifen. Polizisten und Soldaten gingen am Wochenende gegen fast 600 Grenzverletzer vor. Nach Angaben des Nationalen Polizeipräsidiums wurden am Freitag 258 Ausländer, die sich illegal im Land aufhielten, festgenommen. 188 am Samstag und 139 am Sonntag. Sie wurden durch die provisorische Sicherheitsgrenze eskortiert. 21 Personen wurden wegen Menschenhandels angeklagt. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein und passen Sie weiterhin gut auf sich auf. Auf Wiedersehen.